Ja, es ist ein größter unmöglicher Aufruf. Seid um nichts besorgt. Ja, danke schön. Ja, herzlichen Dank. Super Schriftstelle. Ein unmöglicher Aufruf. Und gleichzeitig, der es schreibt, wird sich darum bemühen, dass es dir gelingt. Du darfst es. Du darfst besorgtlos sein. Ist das nicht herrlich? Das nennt man ein Axiom. Das heißt, Bibelworte sind in sich geschlossen und bestehen durch Jesus, nicht durch mich. Sie bestehen und finden ihre Erfüllung in der Verheißung, weil Jesus es so gesagt hat. Das ist total fantastisch. Das heißt, es besteht in sich selber. Das macht keiner von uns. Sorglosigkeit kriegt keiner hin. Aber da schreibt Gott, seid sorglos, ich bin besorgt für euch. Ich sorge um euch. Ja? Also da wird ja was hingeknallt, was für dich eine völlige Unmöglichkeit ist. Da wird Reich Gottes beschrieben. Da wird das neue Herz beschrieben. Da wird der neue Mensch beschrieben. Und so, bevor dir Isabel ist, würde ich gerne mal den älteren Herrn da vielleicht auch noch zu einer. Ja, ich habe in letzter Zeit, habe ich morgens.